Hallo, mein Name ist Dennis Mustafa. Ich mache die Lehre als Polymechaniker und bin im vierten Lehrjahr. Zurzeit absolviere ich meine Schwerpunktausbildung in der Konstruktion. Das ist eine von mehreren Fachrichtungen, die man hier am Standort auswählen kann. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören das Konstruieren von Vorrichtungen, wie man es hier zum Beispiel sieht, oder auch Glasblende. Zudem gehe ich jetzt im vierten Lehrjahr einmal pro Woche in die Schule und habe sozusagen auch die Abwechslung vom schulischen Leben und vom alltäglichen Berufsleben. Und ja, das ist der Touch, den man hier hat. Wieso ich das Tracker ausgewählt habe, ist einer der Hauptgründe, weil als ich schnuppern bin, habe ich mich sozusagen gerade wohl gefühlt. Ich bin so aufgenommen worden im Team, wie ich bin. Und während der Lehrzeit, also jetzt, habe ich gemerkt, dass ich auch Talente fördere. Also sozusagen, wenn ich jetzt irgendetwas willst erreichen oder in einer Fachrichtung machen willst, die du gerne hast, wirst, schauen sie auch, dass du das machen kannst. Also sie schauen sozusagen auch auf deine Interessen und schauen, dass du auch im Mittelpunkt bist sozusagen. Hallo zusammen, mein Name ist Josef Zajatnik. Ich bin hier in der Ausbildung zum Polymechaniker RFZ im vierten Lehrjahr. Seit dem zweiten Lehrjahr bin ich in der Schwerpunktausbildung im Bereich Automation. Ich arbeite öfters an Robotern und mache Tests wie zum Beispiel Handlingstudien, wo ich schaue, wie gut die Roboter unsere Produkte handeln können. Vision-Tests, wo wir schauen, wie gut die Roboter unsere Teile erkennen können. Oder zum Teil auch Konzeptstudien, wo wir herausfinden wollen, ob es irgendeinen Prozess gibt, wo wir einen Roboter bei uns in der Produktion einbringen können, um die Mitarbeiter zu entlasten. Momentan bin ich dran, einen Roboter für die Lehrwerkstatt einzurichten, an welchem die Lehrlinge aus dem zweiten Lehrjahr in ersten Kontakt mit der Automation kommen können. Sie werden lernen, wie man Roboter programmiert und wie ein Roboter allgemein aufgebaut ist. Am besten gefällt mir bei Striker die Atmosphäre. Die Leute sind alle sehr nett. Ich kann verschiedene Tätigkeiten ausführen und ich habe immer spannende Aufgaben. Das war ein kurzer Einblick in meine Schwerpunktausbildung. Kaffee ist mehr als nur Kaffee trinken und rumhocken. Ich bin der Melin Maveli, mache das KV und bin im dritten Lehrjahr bei der Striker GmbH in Selzach. Ich erzähle euch jetzt kurz etwas über das KV und über die Schule. Das KV hat eine drei Stufen B, E und M. Und M wäre einfach mit der BM begleitet. Und im ersten und im zweiten Lehrjahr hat man zwei Tage Schule. Und im dritten Lehrjahr hat man nur noch einen Tag Schule. Und zum Betrieb. Ich darf in diesen drei Jahren darf ich viele verschiedene Abteile durchlaufen, zum Beispiel Kundendienst, Produktion, R&D, also Forschung und Entwicklung, oder auch Personalwesen. Und in diesen Abteilungen darf ich auch viele verschiedene Aufgaben machen, wie zum Beispiel Bestellungen bearbeiten, Bestellungen erfassen, Sitzungen organisieren, Anlässe organisieren, wie zum Beispiel IB Live, das kennen die meisten von euch sicher schon. Und auch Bewerbungen bearbeiten, Vorstellungsgespräche vorbereiten und auch an Vorstellungsgesprächen teilnehmen. Und was mir als Striker gefällt, ich bin immer mit tollen Menschen zusammen, sie sind auch freundlich und aufgestellt. Und es freut mich auch, dass ich viele Aufgaben machen darf, viele umfangreiche Aufgaben. Ich bekomme auch viel Verantwortung, was mir auch gefällt. Hallo zusammen. Ich bin Diego Monopoli, ich bin der Lehrling im ersten Lehrjahr in Logistik. Die Schule besuche eine Woche in Alten. In meiner Lehrzeit wird ich im Fertigwarenlager sein, im Wareneingang, im Kidding und auch als Biberist. Zu meinen Tätigkeiten gehören das Rüsten, das Kontrollieren und Verpacken, das Einlagern und das Umlagern. Was mir an diesem Beruf sehr gefällt, er ist vielseitig, es wird einem nie langweilig, mehr Teamarbeit und es ist immer abwechslungsreich. Jeden Tag lernt man etwas Neues. Was mir an dieser Firma gefällt, ist, sie sind für uns da, sie setzen sich für uns ein und es ist ein guter Arbeitgeber. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick in meine Lehrzeit geben können.